Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, jetzt wird's aber Zeit, einen Zug zu überfallen, wenn nichts dazwischen kommt. Sehr gut, sehr gut. Hey! There's Pinkertons everywhere. So no getting in? I don't think so. Not for now, anyway. Nö, ich würde sagen, nach Blackwater geht's erstmal nicht. Ja, guten Morgen. Menschen, die alle gut gelaunt und früh aufstehen. Ja. Aber ich gebe dir keine. Haha. So, jetzt auf zum Missionsmarker. Wird Zeit, dass wir ordentlich Geld scheffeln. Oder Probleme. Eins von beidem. So, diesmal finde ich ihn blind, den Wegpunkt. Beziehungsweise ohne Navi. Ohne Google Maps. Ah, da ist noch ein Camp. Vielleicht sind das ein paar O'Driscolls, die noch nicht genügend Dynamit in ihrem Camp haben. Schauen wir mal nach. Jo, ist ja gut, mein Gaul. Ist ja gut. Vorsichtig. Vorsichtig. Kein Hals- und Beinbruch für uns. Ah, da haben wir ja schon alles ausgeraubt. Oh, was ist denn da los? Was macht ihr denn? Habe ich einen Bogen? Bogen. Oh, ist ein Pferd abgehauen. Falls hier jemand die Leiche findet, das waren Indianer. Glaubt ihr mal einfach hier die Kutsche überfallen. Jo, hoffentlich hat er Zeug dabei. Oh, kein Pferd mehr dran. So ein Mist. Nur $2,20. Wofür mache ich den Scheiß? Und da kommt ein Zeuge. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Dachte, ich helfe hier jemanden. Und wenn's ich bin? Wären da Pferde dran, hätte ich die noch bei der Emerald Ranch abgegeben, die Kutsche. Aber so geht hier gar nichts. Man kann wohl nicht alles haben, man kann wohl nicht alles haben. Da wäre noch eine Kutsche. Wieso wird die nicht überfallen? Da sitzt auch keiner drin. Was machst du? Gar nichts. Halt mal an. Da ist auch ein Wagen. Für später dann. So. Die wollen wir auf jeden Fall noch zur Emerald Ranch bringen. Ich hoffe, der reitet nicht meinen Weg hier lang. Ne, sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, einmal looten. Nein, der kommt doch hier hin. Mist. Entschuldigung, Sir. Nein, die Pferde sind mir durchgegangen. Ich hab gesagt, nein. Vielleicht wollte er gerade aufgeben. Ist egal, wenn man was Böses tut, dann muss man es auch durchziehen. Egal, wie schlecht man sich fühlt. Hey, da ist noch eine Kutsche. Da ist ein Packesel. So. Alles gut bei euch? Sehr gut. Wo geht zur Emerald Ranch? Da hinten ist sie doch. Komm mit, mein Pony. Und da hinten ist unser Wegpunkt. Ich muss hier nochmal abseits des Weges noch relativ sicher die Kutsche abliefern. Nur keine Klippe runterfahren. Und das mögen die Kutschen nicht. So, das sieht doch gut aus. Da unten ist wieder eine befestigte Straße. Glaub, wenn wir hier sogar durch können. Nee. Sah zu klippig aus. Ja, vorsichtig. Also mit meinem Auto würde ich hier auch nicht langfahren. Glaub schon, dass das ordentlich auf die Stoßdämpfer geht. Ich weiß nicht, ob die Kutsche Stoßdämpfer hat. Sieht nicht so aus. Ich bin auch kein Kutschenkenner.
So, ist das nicht schön, dass wir diese schöne Kutsche gefunden haben? Dann schauen wir mal, wie viel die wert ist. Vor allem mit der roten Lackierung. Ich würde sagen, mindestens 50 Öcken. Obwohl sie nur 2 Pferde dabei. Es gibt ja auch Kutschen mit 4 Pferden. Gibt dann immer mehr Geld. Ja, bist du's? Very nice. I'll find a good home for this. Ich erschieß dich, wenn es unter 50 Dollar sind. Nein, keine Sorge, ich doch nicht. 40 Dollar, ich erschieß dich. Nee, das ist in Ordnung. Er muss mir ja noch Zeug verkaufen. So, dann Bogen. Nee, ich wollte den Bogen nicht zücken. Ich wollte ihn auf meinen Pferdearsch tun. So. Dann einmal ersetzen durch Springfield und was haben wir noch? Warmend. Doppelläufige Flinte. Wunderbar. Damit kann es ja gar nicht schief gehen. Dann hopp zum Missionspunkt. Und war ein ziemlich cooler Rabe. Weißwedelhirsch. Und dann noch ein schlechter. Ja, da hätte sich die Schrotflinte hätte zumindest nichts mehr kaputt gemacht. Oh, das wäre ein guter. Aber wir haben eine klare Mission vor Augen. Halbwegs. Halbwegs vor Augen. Da wäre noch eine Kutsche. Ah, eine schlechte. Da wäre noch eine Kutsche. Ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Die dürfen sie abführen. Wer hat da geschossen im Hintergrund? Keine Ahnung. Der schießt. Was machst du hier, John? Nee, du bist Sean. Bist du ein Schaf? Was schießt du hier? Na toll, das hätte ich auch getroffen. Shit. Well, at least it ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. You ain't winning them. We can scrap, Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get it. Oh, ich liebe den irischen Akzent. I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. Ich weiß, dass ich funny bin. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, eh? Grow up. And let me come on the raid, witches. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily toad again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? In my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? I'm the future. In all its glory. Yeah, well, good luck. Good luck and shut up. I wanna get some rest before nightfall. Ja, gut. Machen wir noch ein Nickerchen, bevor wir alle umbringen. Wake up, you lazy son. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? Nein. Okay. Are we ready? Nein. Yeah. Train's due through tonight. All right then. It's on. Charles? I'm ready. Sehr gut, Jungs. Zieh mal's durch. Let's go earn some money. Geld, yep. Geld, 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 Geld. Geld, 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 hey. Geld, Geld. All the horses untethered? Think so. Good. They should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's
Remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the tracks, they'll stop soon enough. Da bin ich auch überzeugt. Also ich glaube, da ist kein Öl mehr in dem Wagen. Der fährt sich butterweich. See, this is what I mean. I disappear for a couple of weeks and you cut me out of all the action. Just the action that requires a brain. Ah, you're a funny fella, John Marston. From my folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick and fondling that new scar like you're gonna buy a breakfast in the morning. Oh, der hat beinahe ein Schild in die Fresse bekommen. You don't know what you're talking about. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's incessant. Also, I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for tatsächlich ein bisschen viel, Sean. Too much trouble for what we got out of it. Yeah. Takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean McGuire. And look at me now, in the gunner seat. Back in business, boys. You know, my dad always used to say... Not the dad, please. Not this again. Fine. Damn you three. Sulky, angry, scarface. A right barrel of laughs. Ah, endlich. So, Erdgesprächspartner hat nicht. That's the plan. Pretty much. Here's good. Stop the wagon over the tracks. Ja, gut, mach ich. Lass mal die Pferde dran. Ist wahrscheinlich fürs Tier wohl besser, wenn wir die abmachen. Können ja nichts dafür, dass wir schlechte Menschen sind. Mr. McGuire, get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. I'll do or die with you. I like it. Get moving. Mein Fuß vibriert. Sind wir gerade rechtzeitig gekommen. Here she comes. Das ist eigentlich meine andere Maske. Komm schon. Weiß nicht, ob das der beste Plan ist. Vielleicht sehen die das auch gar nicht. Also, das hat er jetzt gesehen, aber... What's going on here? What's going on? Gar nichts. Voll in die Fräse. Was habe ich überhaupt ausgerüstet an Waffe? Ja, runter mit uns, bevor es hochgeht. Und plünderst ihn, das wollte ich machen. Ja, gut. Überfall. Sure, das ist ein Überfall. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig hier, her mit den Moneten. What's the problem here? Don't do it. Don't do this. Just give it. Her mit dem Geld. Mehr Geld. Ich brauche mehr Geld. Her damit. Her damit. Ende des Monats. I'm gonna count to three. One. God damn it. Was weigert ihr euch so? Ich schieße auch in den Fuß. Hast du Geld gegeben? Hast du Geld gegeben? No. You go ahead and look for the baggage car. You sure about that? You're wasting our time. You show this son of a bitch we ain't playing around here. Komm schon, willst du echt sterben für deine $2? Everything you got. Money, valuables. We ain't leaving till this bag's full. Wo ist denn meine Waffe? Let me hand you over to my friend then. Come on. Run in now. Come on, cop it up, people. Don't be shy.
Everything you got. Let's go. Na, los, 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 los. Hab dir Geld gegeben. Hab dir Geld gegeben. Ich brauch Geld. Geld, Geld, Geld. I am adverse to conflict, my dear. I can handle this from here. You should check on Sean. Okay. Tell me the story. Okay. What is it? You all right? Boah, die haben echt wenig Geld gehabt eigentlich. Christ's sake, you ain't even taken a look yet? There's probably something in here, Arthur. Ja, ein Toter. Gut, dass du die Leiche gefunden hast. Schieß, Sean! Die sind größer als die Flaschen. Was ist denn hier los? Ist hier irgendwas? Medizinkabinett? Gives you twice a chance of hitting someone. Geldscheinklammer. Und eine Zigarre. Heute ist mein Glückstag. Und Schmuck. Und eine Schachtel Zigarren, die ich natürlich nicht mitnehmen kann. Was haben wir hier? Geld. Einfach lose drin. Komm schon, da ist bestimmt noch was in der Post. Anscheinend nicht. Kann ich die nicht looten? Ich bin noch nicht fertig. Kann nicht sein, dass ich die... Hä, die Kiste leuchtet nicht mehr? Ah, da oben leuchtet. Ist doch gut. Arthur, we've got a problem. It's two assholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. Alright, in that case, we're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? Nein, ich habe noch nicht gelootet. You said you men come out now. There's only two of you, you fools. We got a whole lot less to lose. Why don't we kill you right away? That way neither you get killed. Goddamn liberties. Hey, there's a few more of them torn enough. Oh. My big mouth. Okay, let's deal with them. Wieso treffe ich nur den... Oh, der hat keinen Kopf mehr. Kann ich die nicht noch looten? Ja. Ha! Vorsicht, Pferd! Oh je. Oh je. Das Pferd hat sie nicht gut überstanden. Komm schon, ich treff doch. Wieso sieht das heute so komisch aus? Oh je. Oh je. Backenzahn rausgeschossen. Ah, zumindest clean. Das macht Spaß, würde ich sagen. Schade um das Pferd, aber es ist ein böses Pferd gewesen. Würde ich auch sagen. Darf ich noch looten? Loot! Ja! Scheiße. Schmuck! Goldene Taschenuhr! Pferd! Ja. Shield. Ja, wohin? Wohin? Einfach weg, okay. Schnappt meine Jungs, aber nicht mich. Natürlich komme ich vorbei. Komm ich weg. So, nehmen wir mal die Flinte, damit treffe ich. Damit treffe ich. So viel Geld haben wir aber gar nicht gemacht. Das stört mich ein bisschen. Ja. Vorsicht, Baum. Jo. Jo, ich ja gut. Ich ja gut, mein Pferd. Vorsicht, Baum. Das ist ein tolles Pferd.
ein Fluchtpferd. Jo, gleich haben wir sie abgeschüttelt. Nein, ich bin wieder zu den Gleisen. Ah, die haben ja alle da gewartet. Ich würde nicht sagen, dass das gut funktioniert hat. Boah, nicht mal mit Dead Eye. Alle tot? Jungs, wir müssen nochmal abhauen. Diesmal aber richtig. Ich hätte nicht wieder zu den Gleisen gehen sollen. So kurz davor, alle loszuwerden. So ein Mist. Und mein Gaul beschwert sich schon. So, wir werden die aber nochmal los. Die haben ja schlechtere Gäule als wir. Wir haben 4 PS. Die haben teilweise in die Luft gesprengte PS. So, jetzt aber. Gut gemacht. Mensch, witzig. That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you, the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Now, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Yeah. Ciao, Jungs. Oh, ich habe nur $187 bekommen. Ah, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Die lassen mich auch nie looten, wenn ich looten will. Da ist noch ein Haus. Beziehungsweise da ist ein Haus. Vielleicht kann man die ja noch ein bisschen überfallen. Hallo, jemand wach? Don't be shy, partner. No such thing as a stranger here. Oh oh. Glaub, das kenne ich. Yeah, you look like you need to take a load off. Well, ain't this a rare treat? Ich glaube, das sind Menschenfresser. Und ich bin ein Mensch. I'd fix myself up nice. Oh, now you know you look perfect, Princess. I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while. Now, we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. Uh-huh. It's decided, then. I'm gonna go freshen up. I appreciate the offer, but I best be on my way. Oh, come on now. How are you gonna turn down a hot meal and good company? I'll go open that bottle. So hängt ihm sein Nippel so raus. Man soll sich körperappropriate kleiden. Ich werde das sowas von bereuen. Wir machen mal ein bisschen mit. Hey, there he is. Come on in. Come on. I hope she ain't primping for hours up there. We'll never eat. Go check on her, will you? She won't listen to me. Ein Schachbrett. Glaube, ich bin falsch gegangen. Obwohl, nee, hier muss ich rein. Well, look who it is. You are hungry, ain't you? So mittel. I didn't mean to intrude, miss. It's all right. Looking ain't a crime. Aha. You go on and have a seat at the table. I'll be down in a minute. Oh je. Oh je. Ich könnte sie gleich erschießen. Aber ich will wissen, was passiert.
She'll be down in just a minute. Woohoo! That is what I like to hear. Hey, now pull up a chair, partner. Okay, du bist der Boss. Oh, hey! Hey! Ain't this just about perfect? God. One of them moments you wish could last forever. Well, like I said, I can't stay for long. Then look at us, like a couple of old friends. Ah, oh, it's a short life, but a merry one. Here we are, all the fixings. I hope you boys left some room in your trousers. Mmm, that smells delicious. The food don't smell too bad neither. Oh, stop it, you! How do you like it? Bis jetzt wirkten sie ja ganz nett. Different. Oh, ich esse gerade Minch. That meat is so tender. You know what? This place used to be a pig farm when we was kids. Before we lost our ma and pa. Horrible business. Horrible. We still got each other, ain't that right, honey pie? And we still seid Bruder und Schwester. Killing time. Here, that's for you. Yeah. Here. Yeah. Incest is schon nicht. Where are my manners? Drinks. Yeah, I could definitely use a drink. Ja, Incest habe ich jetzt nicht mit gerechnet. That stuff will put hair on your chest. Oh, I doubt he needs that. Let's loosen you up some more. Nein, ich bin schon ziemlich locker. Come Na gut, on, trinken. Was passiert? Ich habe überhaupt keine Menschenkenntnis. What the hell is that? That's an old Aberdeen home recipe. That one right there is in 1894. Feels like someone's stabbing me in the head. Come on, I thought I had a man here, not a boy. One more, and you and I both will go upstairs and have a lie down. Nein, danke. Ah, what the hell? Oh, oh. Und Licht geht aus. Oh, about time. I take whatever cash he has on her. Put behind Mama. Nein, nicht das Geld abnehmen. Ihr könnt mich umbringen, aber nehmt mir nicht das Geld. Nein, ich hab $700. Scheiße. Those crazy sons of bitches got some explaining to do. Ja. Muss ich da? Ja, all mein Geld verloren. Ah, da ist ja mein Pferd. Das holen wir uns zurück. Das holen wir uns zurück. Hab ich noch eine Waffe? Hätten sie mir abnehmen sollen. So, Jungs. Er war nicht weit genug weg. Ich habe zurückgefunden. Hoffentlich haben sie nicht schon alles ausgegeben. So. Der mit dem Geld. Wo ist mein Lasso? Bist zu fett für mein Lasso. Nein, wirst du nicht. Ha, vielleicht hätte man die zur Rede stellen sollen. Mist. Der war echt zu fett fürs Lasso. Ich glaub's nicht. So, hinter dem Bild vielleicht? Nee, das hat nicht geflackert. Das hat nicht geflackert. Im brennenden Kamin. Aufheben fremde Personen. Nee, das macht man noch nicht. Kein Geld im Waschbecken. Dosengemüse. Kekse.
Das waren aber anscheinend nicht die Kannibalen, falls es mal Kannibalen gab. Das kannte ich jetzt noch nicht so. Ich wurde noch nie ausgeraubt. Er schaut ja nicht mal richtig nach. Vielleicht war da was in der Bibel. War aber echt viel am Platz, dass die das Buch haben. So. Kein Geld. Kein Geld. Kein Geld. Dann müsste man wohl nach oben. Das leckere Gesöff nehme ich mal mit. Oh, kann ich nicht. Schade eigentlich. Was ist denn das für ein Teil da oben drauf? Aber eine coole Lampe. So, hoffentlich haben sie nicht noch irgendwie Inzestkinder, die mir hier horrormäßig begegnen. Einmal Schrank öffnen. Einmal Schrank öffnen. Ich meine das ernst, Arthur. Öffne den Schrank. Der will den Schrank nicht öffnen. Okay. So langsam habe ich Panik, wo mein Geld ist. Kommt schon. Papa braucht sein Geld wieder. Öffne halt den scheiß Schrank. Will er nicht. Weigert sich vehement. Okay, hier ist irgendwo ein Feind. Draußen wird er mir markiert, warum auch immer. Komm schon, Papas Geld kann nicht irgendwo liegen. Ist da ein Teller? Fotografie. Vergrößern. Boah, die Gesichter sind durchgestochen. Umdrehen. Christmas 87-8. Okay. Weg damit. Oh, mein Geld? Bestimmt im Schrank. Wenigstens ist der Feind unten verschwunden. Achso, Schrank kann ich gar nicht. Hä? Was für ein Schrank? Was für ein Schrank? Verstehe ich jetzt nicht. Der leuchtet auch nicht. So, kann man ein paar schließen? Schließen, schließen. Was war das? Ich sehe leider nicht mal, was es war. Sieht ein bisschen aus wie Premium-Zigaretten. Es kann doch nicht sein, dass die mein Geld schon ausgegeben haben. Hier war man halt auch schon. Ich gehe nicht ohne mein Geld. Glaube ich mal. Wird mir zumindest noch angezeigt, dass es hier irgendwo liegen muss. Das habe ich doch alles durchsucht. Habe ich die Leute durchsucht? Hallo? Und mein Geld. Ich bin jetzt außerhalb des Suchradius. Das macht's nicht besser. Könnt mir doch nicht alles nehmen. Die hat definitiv nicht. Na, kann ich den stemmen? Nee. Nee, nee, nee.
Es gibt physikalische Grenzen, die ich nicht überschreiten kann. Nee, ernsthaft, wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Nicht im Wundertonikum. War da noch eine Schublade? Nee, kann ich nur schließen. Boah, ist das jetzt bitter. Was haben wir hier? Außentür. Wunderbar, die hilft mir wenig. Müsste doch im Schlafzimmer sein. Da gibt es da noch ein weiteres Zimmer. Nee, kann eigentlich nicht sein. Und das haben wir... Sicher, dass in der Truhe nichts liegt. Komm schon, Geld liegt normalerweise in der Truhe. In der liegt nichts. Nee. Ich würde sagen, das haben wir alles durch. Nein. Meine Moneten. Meine Moneten. Das ist gruselig. Ich hoffe, ich bin da rangekommen an den Schaukelstuhl. So. Also hier können wir ausschließen. Zimmer 1 abgehakt. Da stand zwar noch was von Schrank öffnen, aber kann ich nicht. Also ist halt mein Frust am Stuhl aus. Also hier steht öffnen Schrank. Blut? Hä? Ist es da jetzt Blut? Ich glaube, hier backt was. Hallo? Vielleicht, wenn ich das nochmal verlasse und wieder reinkomme. Ich glaube aber, ich habe $700 verloren. Papa wollte doch nur Geld machen. Vielleicht hier draußen noch irgendwo. Also langsam gebe ich die Hoffnung auf. Wir schauen mal hier drüben. Vielleicht bewahren sie es in ihrem Stall auf. Nicht mal ein Schwein hier drin. Kein Schwein zu Hause. Ich weiß halt nicht, ob ich blind oder blöd oder beides bin. Also generell würde ich ja sagen, beides. Ist mein Geld inzwischen hier? Nein. Da hinten vielleicht? Nein. Na gut, ich werde kurz googeln, ob man das Geld zurückbekommt. Ansonsten wartest ein Verlust. So, anscheinend stellt man erst die Fragen und schießt dann. Das habe ich nicht gewusst. Hier hinter soll's sein. Hier hinter soll's sein. Hoffe ich zumindest. Ah, hat gar nicht geleuchtet. Ja, schaut euch das an. Meine Moneten. Schnell weg hier. Gleich weg hier. Wir geben die noch ein ordentliches Begräbnis. Ich bin ein kleiner Supernatural-Fan. Das heißt, bevor die hier als Poltergeist zurückkommen. Sind ja schon tot. Tja. Uns regnet. Also, keine Waldbrandgefahr. Jo, auf. Aufs Pferd und dann nix wie weg hier. Ah, wo wollen wir denn überhaupt hin jetzt als nächstes? Wird sich doch mal lohnen, in so eine Poststation zu gehen und das Ding zu bezahlen, das Kopfgeld. Wenn wir gerade wieder Geld haben, warum denn nicht? Oh. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen doof mit dem Googeln, aber das Geld brauche ich. Da google ich auch mal. Nein, da flackert was. Ich glaube, das liegt an meinem Reshade Preset, das ich da runtergeladen habe. Größtenteils richtig genial. Ab und zu gibt es halt Artefakte, aber
Damit kann ich leben. Schaut euch mal den schönen Regenbogen da an. Noch nie einen Regenbogen in dem Spiel gesehen, tatsächlich. Interessant. So, eigentlich, also die Poststation ist vorne beim Bahnhof. Das kann ich natürlich verstehen. Waffe steckt mal am besten weg. So. Und dann einmal Schulden ausgleichen. Finde es immer noch krass, dass man sich so freikaufen kann. Glaubt, die haben nicht das komplette System implementiert. Einfach Kopfgeld bezahlen und das macht Verbrechen ungeschehen. Bezahlen. You paid it all off then. Good for you, I guess. Oh ja, ja, ja. Dankeschön, ein neuer Start für den Papa. Na gut, ich würde aber sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.